Hallo Leute, willkommen zum letzten Part Mario Wonders nicht Spaß auf zum letzten Part von der Aufnahmesession. Nachher können wir auch, falls ihr Themen vorschlägt, in den Kommentaren darauf eingehen. Mhm. Weil das Let's Play geht noch ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Meinst du, da kommt was auf was wir eingehen könnten? Nee. Ich kann ja mal gucken, ob bei den letzten Videos irgendwas kam. Also zum Beispiel den letzten Mario Land 2 Part, warum schon wieder tot, habe ich ja schon erzählt. Und der Saller lebt mal wieder das Leben. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch nicht gecheckt. Aber ich habe nicht immer nur darüber geredet, wie scheiße, wie es gerade geht. Ja. Hm, okay. Ach ja, dann den Kommentar, den ich lustig fand, unter dem Peter Pane Video. Und ich dachte, drogensüchtig zu sein wäre teuer. Das fand ich auch lustig. Das ist schon gut. Ab und zu. Boah, ich gehe im Frühling wahrscheinlich keine Comedy-Show. Eine Comedy-Show? Zu wem? Und zu Bastian Biedendorfer. Ja, stimmt. Bastian Biedendorfer. Noch nie was von gesehen. Doch, doch. Ich schau mal gerne was von dem. Ich mag auch dem seinen Podcast, auch wenn ich gerade mega weit hinterher bin. So Alliteration am Arsch, nicht dieser SWR-finanzierte Blödsinn. Alter, heute ist 1 Live Köln Comedy Night XXL. Da ist auch Bastian. Oh! Bastian Biedendorfer auf dem Thumbnail. Die ist gerade live. Oh, jetzt kann ich die nicht mal gucken. Oh, da kannst du nachgucken. Ja, stimmt auch wieder. Wer ist denn dabei? Caro Kebekus. Caroline Kebekus. Basti Biedendorfer auch dabei. Thorsten Sträder. Ah ja, Thorsten Sträder. Finde ich auch nicht lustig. David Kebekus, ist das ihr Bruder? Tané, auch die unlustigste Frau. Gibt's? Das war jetzt eine Louis-Aussage. Ja, ich finde die unlustig. Ich finde die nicht lustig. Entschuldigung, ist mir egal, ob es eine Frau ist. Die ist nicht lustig. Er ist so. Keine Ahnung, ich habe nie was von der gesehen. Guck an, dass XXL Comedy Night. Ich wollte die mal live gucken. Danach gucke ich immer nur die Highlights. Alter, Caroline Kebekus ist schwanger. Nee. Wie schwanger ist. Also, wow. Ja, Basti Biedendorfer ist am Anfang gewesen. Ja, die müssen den stark anfangen und schwach nachlassen. Ja, mit Tané wahrscheinlich dann am Ende. Mein, wenn du von Anfang an scheiße wirst, schalten die Leute sofort aus. Ja, aber keine Ahnung, Stand-Up-Comedy finde ich halt auch, ich weiß nicht, ich bin kein Fan. Es kommt mega drauf an, es müssen gute sein. Ja, aber auch selbst gute, ich weiß nicht, so Stand-Up. Also ich habe mega Mühe mit so englischen Stand-Up-Comedians, die finde ich fast nie lustig. Ja, ich auch nicht. Also britischen, so bei den Amis gibt's paar lustige. Aber bei den Briten ist wirklich... Die Briten finde ich, aber ich finde die haben immer einen schönen Humor. Na, also da bin ich zum Teil so, ja, okay, das ist jetzt... Ich gucke halt auch keinen Stern, ich weiß halt nichts, ne? Ich finde auch Dings nicht wirklich lustig, Mr. Bean. Okay. Mr. Bean arschlustig. Ich liebe Rowan Atkinson, den Schauspieler davon, ich liebe den Typen. Ja, er macht schon gut, aber ich finde jetzt so die Prämissen haben es nicht so lustig. Jetzt ist... Also den lustigsten Menschen auf der Welt ist natürlich Harald Schmidt. Hm. Das ist doch, Digga, doch. Müsstest du eigentlich auch gut finden. Der ist ja eigentlich richtig so hart dabei. Also ich gucke so momentan auch wieder so alte Harald-Schmidt-Shows. So von 2002 und so, ist voll cool. Es gibt jetzt auch einen Podcast About Schmidt-Show. Das ist nicht mit Harald Schmidt, aber mit seinem Sidekick Manuel Andrack. Und die reden dann da so, wie so die Show damals so war und wie jetzt alles gemacht worden ist und so. Mega interessant. Mhm, kann ich nur empfehlen. Ja. Aber das ist halt so, oh, Harald Schmidt ist so lustig, ne? Es ist der Wahnsinn. Keine Ahnung, ich habe halt nie so wirklich deutsches Fernsehen geguckt, muss man vielleicht dazu sagen. Weil wir hatten halt doch das SRF. Schweizer Radio und Fernsehen. Schweizer Radio und Fernsehen. Da müssen wir auch unsere Gebühren zahlen. Die sind übrigens sogar teurer als eure. Ja, ihr verdient auch mehr. Ja, wir sind trotzdem ein bisschen bescheuert teuer, aber ja. Nee, aber Harald Schmidt, Leute, ist aber so lustig. Harald Schmidt im Supermarkt, Klingeltest von Harald Schmidt ist so lustig. Oder, weiß ich nicht, Zirkeltraining habe ich letztens gesehen. Boah. Mann, mega. Mann, Mann.
extrem lustig. Ja, es ist so lustig, wenn man da so Alltagssachen, wenn er die da so sagen wir mal, verarscht und so, es ist super lustig. Oh, fuck. Oh, nee. Das Level. Uff. Das ist ein Secret Exit, wenn man es macht, oder? Anscheinend, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich jetzt das Verlangen, das zu machen. Ich kriege ja nicht mal Mundesamen, ich muss es machen. Ja, okay. Nee, ich krieg das hin. Krieg das geschissen. Felix Lobrecht finde ich zum Beispiel auch nicht lustig. Boah, das ist... Ja, mal 3% Schweizer Zuschauer, somit versteht das wieder kein Mensch. Aber Conny, extrem lustig. Conny mit C? Ja. Conny Kramer? Oder Conny? Nein, Conny und noch irgendwas. Das war so ein Bauchredner, der die ganze Zeit Scheiße gelabert. Conny from Bowl, zwei kleine Italiener. Ja, wir waren 90er, glaube ich. Bauchredner. Bauchredner Georg Schlick bei Rudi Carell, stark. Ich finde auf YouTube da ja nichts. Ja, das könnte schon sein. Sucht es mal ein bisschen erstmal raus, wie das heißt. Ich vergiss immer den Namen. Ah, das war auch gut lustig. Nein. Ich hab's bis zum Rudi Carell natürlich auch Ehrenmann. Oh, hab's doch jetzt fast geschafft. Ah, okay, kann wieder hoch. Jetzt wird auch die Röhre endlich sehen. Okay. Da, Papa. Herbert Feuerstein, auch arschlustig. Kenn ich nicht. Der hat mit Harald Schmidt immer was zusammen gemacht. Okay. Ja, hat so eine Sendung gehabt. Schmiteinander finde ich jetzt nicht so lustig, aber Herbert Feuerstein an sich mag ich. Aber der ist aber schon tot. Der lacht wohl nicht mehr. Nee. Aber der ist auch kein Stand-Up-Comedian. Also. Nee, ich hasse Stand-Up. Ich sag, ich hasse ja, okay. Nicht jeder ist der Typ für Stand-Up. Ja, ich finde das immer so, warum gucke ich das jetzt gerade? Das ist eh ausgedacht, das ist eh nicht so passiert. Und so blöd. Ja, gut, eigentlich meistens ausgedacht. Aber es ist halt Unterhaltung. Ja, ich meine, aber keine Ahnung, können wir nicht. Warum spielst du Videospiele? Ja, das mache ich auch nicht gerne. Ja, gut, es ist, nicht jeder knechtet sich gerne. Was sagst du zu Mario Barth eigentlich? Ich habe letztens was von Mario Barth gesehen, ein bisschen auf TikTok. Einmal was gesehen, nicht lustig gefunden, nachher nie wieder was gesehen. Nee. Also ich musste wirklich nicht. Drehen. Nee, was also, ist ein Typ, den ich jetzt lustig finde, wo... ich fand Faisal Kawusis Shows eigentlich immer sehr lustig. Ich fand den eigentlich auch ab und zu mal. Wenn ich was von gesehen habe, fand ich auch lustig, eigentlich. Oder, oh, wie heißt der jetzt im Amerikanischen? Oh, der Mexikaner. Oh, das haben, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß auf jeden Fall irgendwas mit, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Iglesias irgendwie? Ja. Iglesias. Der mit dem Spitznamen, oh, wie ist jetzt sein Spitzname? Er stellt sich immer nur eigentlich so vor, er stellt sich selten. Oh. Der auch so ganze Säle und so fühlt. Ganz der fett ist, ne? Ja. Aber ich meine, der hat wirklich so ganze Stadien haben es gefühlt. Das ist crazy eigentlich. Gabriel Iglesias. Ja, aber oh, wie ist es sein? Na ja, egal. Ich weiß nicht, hier steht nur das. Der Ding ist ein Spitzname. So ein Künstlername. Ich glaube, der heißt schon so. Er steht auch überall. Das ist also sein Kanal heißt doch so. Ja, jetzt. Fluffy, genau. Ach, Fluffy? Ja, yeah, Fluffy goes to India, jetzt sehe ich es auch. Ja. Oh. Ja, aber ich wollte noch mal zu Mario Barth noch mal kurz zurück. Und zwar, da sagen ja mal Leute, das ist das Lustigste auf der Welt. Schlimmer geht es nicht. Aber, weiß nicht, ich hab schon mal über Mario Barth gelacht, muss ich mal so sagen. Ja, also wahrscheinlich hat es schon gut, ab und zu gute Jokes. Ich meine, er muss ja einigermaßen nicht allzu schlecht sein, weil er fühlt ja immer noch ganze Säle und so. Ja, aber ja. Kennst du Last One Laughing? Nee. Ja, das ist auf Amazon. Das ist so eine, da dürfen die Leute nicht lachen. Okay. Sonst fliegen sie raus. So eine Sendung, irgendwie 6 Stunden, dürfen die da nicht lachen. Das sind halt so. Das ist das Unlustigste, was es gibt. Weil es ist nur alberne Scheiße.
Nur in einer Tour. Da sind auch wirklich so Comedians dabei in Deutschland, die auch schon Namen haben. Bastian Pastewka, Joko und Klaas waren damit auch schon. Kurt Krömer, hast du nicht gesehen? Mhm. Es ist aber so unlustig, weil es ist so ein Blödsinn die ganze Zeit nur. Meine Güte, also ich hasse es. So, und dann, es wird mir immer bei meinem Fire TV Stick wird mir das immer vorgeschlagen, das gibt's auch überall in anderen Ländern, haben Amazon das probiert. Überall in jedem anderen Land gibt's nur eine Staffel, die hat dann immer so 3-2 Sterne-Bewertungen. In Deutschland haben wir inzwischen 4 Staffeln, es kommt demnächst ein Weihnachtsspecial und haben astreine Bewertung. Also das ist auch nur so eine Sache, ich meine, wenn Leute sagen, Deutschland hat keinen Humor, ja. Die Leute mögen Mario Barth an sich, der füllt Olympiastadien. Die Leute gucken Last One Laughing, da haben sie recht. Es ist so. So weil von ist irgendwo das, kommt zum Eins. Ja, es ist halt, weißt du, diese Scheiße, diese alberne Blödsinn. Warum will ich diese Spezialwelt machen? Die sieht richtig mühsam aus. Ja, machst du doch nicht. Ach, ich mach die jetzt. Ehrgeiz wurde geweckt wieder mal. Ja, das wollte ich dazu mal sagen. Es kommt demnächst ein Weihnachtsspecial. Ich bin halt so dumm und guck mir auch jede Folge an. Das ist so Hater-Watchen. Aber, ja. Ich habe nur bei ganz wenigen Dingen Hater-Watchen gehabt. Was denn? Das sind aber immer nur schlechte. Nee, nur schlechte Netflix-Szenen. So. Das wären jetzt letztes Mal Emily in Paris gewesen. Das war aber wirklich. Also, das war ein bisschen härter. Da muss ich sagen, das war wirklich. Das ist so ein Blödsinn im Fall. Ja. Und dann halt Sex Education, weil auf die Staffeln immer schlechter wurden, leider. Also das war mehr so ein in den Abgrund gucken, leider. So, wow, es war mal so gut und jetzt ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Also ich gucke zum Beispiel neben gerade ein Hater-Watch-Stream, also den ich auch nur zu gucken und zu haten. Nee, das ist mir viel zu blöd. Ich kann aber auch dieses... Auch wenn Leute im Real Life über andere Leute reden, das geht mir meistens schon auf den Sack, wenn sie anfangen. Ich weiß nicht, ich finde sowas mega mühsam. Oh, Lester, findest du das Lester nicht gut? Ja, aber ich bin nicht einer, der, oh nein, das ist negative Emotion, sondern einfach, ich sehe keinen Grund dahinter und es ist mega, so, pfff. Sehe nicht, also nicht ich interessant. Also ich Lester gerne. Ich finde es halt einfach nicht interessant, deshalb ist so, ja. Also ich finde es auch nicht über jeden interessant, aber wenn ich zu dem Bezug habe, über den Lester, bin ich so, auch dann... Nee, auch dann finde ich es meistens so langweilig. Außer der hat irgendwie was Dummes oder Lustiges gemacht. Also, ich kenn's, was halt ist, wenn irgendwo erzählst, wie er was richtig Dummes oder Lustiges gemacht hast. So, ja, okay, gut, das sehe ich noch. Was einfach mehr dann so in die Geschichte erzählen ist. Irgendwie sowas wie, oh, so gesehen, was der anhat. So, ja, Bruder, Alter, juckt ja, mich doch so absolut nicht. Das ist auch was anderes, aber ich meine so, wenn ich die Person nicht mag, und dann gibt's noch eine Person, die den auch nicht mag, und dann ja, nee, das ist mir meistens auch schon zu blöd. Ja, okay, du bist halt ein guter Mensch, ne? Ja, nee, ich meine, ja, okay. Ja, du bist ein guter Mensch. Aber andere Seiten, ne? Macht's andere so. Seiten, die böse sind. Du bist richtig böse. Also, wenn man so Leute einfach gewillen mit voller Überzeugung verarscht und sich denkt, was für ein Opfer. Auch, ja, stimmt. Du bist ja auch ein Mobber, bist viel schlimmer. Dann lässt er lieber. Du mobbst ja die Leute auch noch. Ich verarsche sie nur. Ja, das ist Mobbing. Also wenn Leute dumm sind, leiden sie halt. Die Welt kommt so oder so irgendwann auf euch zu. Seht's ein. Ich bring sie einfach früher zu euch. Och nee. Ja, kein guter Mensch, ne? Dann lässt er lieber. Dann lass die Leute wenigstens so in Ruhe. Ich lass sie in Ruhe. Nee, also eigentlich nicht. Also ich mobb keinen, das kann ich bring sagen. Dumme Sprüche, aber das ist auch okay. Ja, dumme Sprüche tue ich auch. Das ist immer das Problem, wenn dich jemand dann so ganz böse anguckt und dir dann eins auf die Presse geben will. Das ist immer so, wieder nicht. Also ich weiß natürlich schon, bei wem man es machen kann. Ja, ich übertreibe es ihm dann gerne auch mal bei denen, die es nicht so gut mögen. Und dann bist du immer so, uiuiui, jetzt habe ich es wieder übertrieben, scheiße. Yo. Wow. Nenn mich Gamer Tendo. Gamer Bro hoch. Fucking 30, 20, ja, 1000, ab, 180! Krank. Und jetzt willst du mir noch sagen, ich kann nicht Videospiele spielen. Na, jetzt hast du das Gegenteil bewiesen. Das war schon gar gut. Naja, war mir gut. Ich muss sagen, die Steuerung vom Game ist wirklich geil. Ja, das ist ein astreines Spiel. Ja.
Kann man Spielstände auch kopieren? Ist das Feature noch da? Keine Ahnung. Weil sonst kann ich nachher nicht weiterspielen, weil ich will jetzt nicht wieder die gleichen Level spielen wie auf dem anderen Spielstand. Und ich kann ja den hier nicht weiterspielen, ohne dass wir es aufnehmen. Nee, wir können natürlich das ganze Spiel aufnehmen, wenn du willst. Nee, ist gut. Brauche ich jetzt gar nicht unbedingt. Wahrscheinlich muss man hier über Secret Exits am Sinn. Hm. Ja, die Spezialwelt sieht spaßig aus. Gefällt mir. Ich würde sagen, noch ein Level und dann ist gut. Aber ein richtiges, so wie was. Nicht so. Das können wir nächstes Mal machen, die Prüfung. Oh, packe ich jetzt Bastian Bielendorf aufs Thumbnail? Eigentlich will ich das nee, nicht. Nee, mach das nicht, da wird man mega schnell geclaimed. Oh. Was packe ich da? Dann musst du mal erzählen, was man aufs Thumbnail packen kann. Ja, nee, kannst du ihn schon draufpacken. Wir verdienen ja eh kein Geld. Ich will ihn aber nicht draufpacken. Den kriegen ja die meisten gar nicht rauf. Wie packe ich denn aufs Thumbnail? Ja, was könnte man noch reden? Was ist dein lustigster Nintendo-Moment? Oh, Alter. Der Nintendo aufs Thumbnail. Weiß ich nicht, erzähl mal was. Was kann man denn noch anfangen? Man könnte ja auch eher darüber legen, dass man das Thumbnail so macht, indem man über das, was man redet. Und die Gespräche entwickeln sich halt natürlich. Ja, aber ich will den nicht aufs Thumbnail packen. Ja, wir können jetzt auch noch mal ein neues Gesprächsthema anfangen. Oh, ja, warte. Überforderung! Boah, diese Wolken sehen aus wie Kuchen. Jetzt habe ich Lust auf Kuchen. Okay, ich pack mehrere Comedians. Ich pack Mario Barth, den Iglesias-Typen und Bastian Dings da aufs Thumbnail. Ah, ich kann ich aufs Thumbnail packen. Da freuen sich die Leute. Ja, yeah, wenn du immer einfach alle drauf packst, funktioniert es ja wieder. Alle drauf, ja. Oh. Oder freut er sich. Ich muss ja nachher noch all diese Videos hochladen. Das sind wieder Gigabyte an Dateien. Ah. Ja, doch direkt auf YouTube hoch. War das letztes Mal ganz komisch, dass du mir so einen Link geschickt hast. Ich habe nicht mehr daran überlegt, dass ich es direkt auf YouTube hochladen kann. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht so weit überlegt. Ich war mega. Ja, okay, das ist los. Ja. Kannst du einfach hochladen auf Privatchat und dann kannst du alles umstellen. Genau, so macht man das. Ja, stimmt, es gibt viel mehr Sinn. Ja, Leute. Einfach, ich muss doppelt Arbeit, hatte ich da. Doppelt Arbeit. Du musst du jetzt runterladen und dann nochmal hoch? Ja, okay, das ist schon ein bisschen dumm. Ja, jetzt hab ich die auch auf aber Platte. Habe ich eigentlich, wie viele Dings habe ich noch? Meine beiden Laufwerke sind rot. Hey, jetzt hab ich eine. Ich kann mal Mortal Kombat 1 löschen. Das nee, ist bei mir ist gar nicht so schlimm vom Dings her. Dann soll das. Ich hab ihn, glaube ich. Guck mal, der will direkt ein Update hier annehmen. Ah, wir können über Charles Martinet reden. Wie sauer bist du, dass das nicht Charles ist? Hast du es gemerkt? Das interessiert mich so nicht. Dankeschön. Vor allem, ich meine, Charles ist jetzt auch schon älter, also vielleicht will der auch auf ihn Ruhestand? Nee, wenn ich das richtig verstanden habe, so freiwillig war das nicht. Na, okay. Aber es ist mir auch egal, wer das spricht, weil es ist. Also, ich habe aber. Weiß ich nicht. Oh nein, diese. Oh wow, Sounds sind jetzt nicht mehr vom gleichen Typen. Nee, klingt ja doch eigentlich gleich, also. Das klingt schon mega ähnlich. Also, jetzt beim Spielen ist es mir nicht mal aufgefallen. Ich hätte es jetzt nur wieder im Kopf gehabt durch. Medien. Schmieden. Irgendwie ist das Level mühsam. Ich muss nämlich warten auf Zeug. Das gefällt mir nicht. Ich will rennen und spielen und machen. Genau. Und ist es bei euch so? Euch? Warte, was geht bei euch eigentlich? Aber erzählt mal in den Kommentaren. Ja, genau. Wir können jetzt immer so. Also wir erzählen hier mal kurz was erzählen. Genau, so wöchentliche Updates. Ihr müsst sie schreiben, wir können sie labern. Das ist ganz fair. Ja. Aber bitte auch, dass man 20 Minuten liest. Ja, boah. TikTok gab es eine Zeit lang die Möglichkeit, Bilder zu kommentieren. Dieses Feature haben sie auch wieder ganz schnell weggenommen. Bilder kommentieren? Ja, du konntest ihn so Bilder als Kommentar schreiben. Das war ganz dumm. Meinst du dieses, da kommt ein Bild und dann wischt man? Nee, du konntest in den TikTok-Kommentaren Bilder schicken, anstatt nur Text. Ach so. Aber hey, das Leute. Das hab ich nicht gehabt. 5 Parts heute aufgenommen. Ich will schlafen, deshalb. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist eine neue Aufnahmesession mit neuem Wind. Ciao. Tschüss.